So, und jetzt sind wir in einem richtig kleinen Schmuckstück. Wir sind hier im Filmhaus in Basel. Laura, komm, wir gehen mal schnell hier rüber. Jetzt während das Allianz-Cinema natürlich in totaler Größe abgeht, mit riesigen Blockbustern sind wir hier. Da habe ich gesagt, ein Kleinod von der Filmszene in Basel am Gästli Film Festival. Ja, natürlich, es ist noch nicht parat. Wir sind kurz vor der Vorbereitung. Sag mal, was erwartet uns dieses Jahr an diesem Filmfestival? Ich habe gesagt, die grosse Arena hat Blockbuster. Wo haben dir Schwergewicht? Wir haben auch ein paar Blockbuster durch unseren Ehrengast, der dieses Jahr kommt, Christine Vachon. Sie ist eine Produzentin aus den USA, hat viele von den grossen, bekannten Filmen mitproduziert, zum Beispiel ihre letzte Colette, wo wir eben auf dem Allianz Cinema mit in Partnerschaft mit ihnen zeigen. Dann aber auch sonst erfolgreiche Filme wie Carol oder Velvet Goldmine. Genau, also darum haben wir auch ein paar grosse Filme hier, aber natürlich unser Herzstück sind Wettbewerbsfilme. Wir haben 5 Kurzfilmwettbewerbe, dort laufen jeweils Kurzfilme unter 30 Minuten. Einerseits aus der Schweiz, dann internationale Musikvideos oder unsere Nachwuchswettbewerbe. Jetzt, wie kommt man denn dahinter? Normalerweise braucht man ja Billett. Wie sieht das hier aus? Kommt man einfach ins Gästli zu schlendern und lässt sich dann einvernehmen? Oder wie sieht das ticketmässig aus? Genau, das ist die Idee. Also es ist die Vorstellungen hier draussen, die sind gratis. Da kann jeder, der vorbeiläuft, zuschauen, dazustehen. Wir haben viele, die natürlich extra kommen, aber dann auch viele, die einfach durchs Gästli laufen und dann sehen, oh, da läuft etwas, bleiben stehen, sitzen an. Genau, also das wollen wir eigentlich auch, also dass die Leute einfach können bleiben, solange sie wollen, so viel schauen, wie sie wollen und eben einfach dabei sein und sich einnehmen lassen. Du hast jetzt immer von mir geredet, dir machen, dir haben. Wer sind ihr? Wer steckt da dahinter? Wer ist in diesem schmucken Lokal sich am Verweilen? Wir sind natürlich ein Team, also ohne ein Team würde das gar nicht gehen, das zu organisieren. Die Co-Leitung mache ich mit Jakun Kaduf zusammen. Er hat das Festival auch gegründet und ist immer noch dabei als Festivalleiter. Jetzt haben wir seit diesem Jahr auch noch einen Geschäftsleiter, den Christoph. Und dann auch sonst sind noch einige Leute im Team, die Marion, die sich ums VR kümmert und die ganze Innovative Storytelling-Ausstellung. Und dann haben wir noch 2 Praktikanten, die auch sehr viel machen, dass das Festival steht. Jetzt fährt es im Moment an von Tröpfeln. Wie sieht das aus in der Situation? Wenn alle einen Regenschirm offen haben, sieht man ja dann die Leinwand nicht mehr. Gibt es Momente, wo ihr sagt, nein, jetzt unter diesen Bedingungen müssen wir es absagen oder verschieben? Das war früher der Fall gewesen und hat dann dazu geführt, dass wir vor 3 Jahren ich glaube inzwischen ein Regendach eingeführt haben. Denn wir haben mal 2011 die Preisverleihung wirklich unterbrochen, weil es so fest geregnet hat. Und eben mit Schirm, wie gesagt, geht das nicht. Und auch sonst ist es dann auch nicht gemütlich, hier zu sitzen. Aber wir haben jetzt eben das Regendach. Das tut eigentlich das ganze Plätzchen das überdecken. Also es ist dann gemütlich. Wir hören jetzt auf an dieser Stelle, weil es kommt wirklich alles für mehr. Wir haben noch kein Regendach. Ab wann geht es los? Ab dem 26. August geht das Festival los und hier im Gerbergässli geht es ab Mittwoch, das ist der 28. los. Vorher eben sind wir auf dem Allianz Cinema und im Kultkino und in der Region, in unserem Regio-Special in Gelsenkirchen, Würstel und Altstädt.